Wir fangen ganz locker an. Alexander Köhler, erstmal schönen Dank, dass du Zeit hast, auch mal dich und deine Gemeinde vorzustellen. Nehmen wir gleich das Positive, 92,73% Wiederwahl. Freut einen natürlich auch so ein bisschen Anerkennung der Bürger und Honorar für die Arbeit der vergangenen 5 Jahre. Ne? Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir hier überhaupt dieses Interview so führen können. Es gibt mir ja auch die Möglichkeit, mich und meine Kommune zu präsentieren. Und natürlich 82% ist eine tolle Voraussetzung für die nächsten 6 Jahre, die ich dann angehen werde. Oder 6 Jahre, ja. Und ja, ich denke, es spiegelt so ein bisschen das wider, was man in den letzten 5,5 Jahren schon geleistet hat, aber auch das, wie man miteinander umgeht. Und das scheint offensichtlich ganz gut anzukommen und das ist für mich natürlich dann auch ein Vertrauensbeweis und auch so ein bisschen Motivation, in dieser Art und Weise weiterzumachen und die Gemeinde weiterhin voranzubringen. Jetzt ist Heiner, wenn man das mal so in der Vorbereitung auf das Gespräch, natürlich, wer hier aus der Region kommt, der kennt Heiner noch von früher, war ja auch immer so ein flotter Spruch hier, dann kommst du nach Heiner. Aber wenn man das mal von außen betrachtet, ist das natürlich eins der herausragenden kultur- und geschichtlichen Plätze im Altkreis Frankenberg. Das ist so. Das ist so. Ich meine, das Kloster steckt ja schon im Namen drin. Ja. Das hatten also zur damaligen Zeit, Gebietsreform, hier hängen die Urkunden, hat man das schon erkannt, dass hier etwas Herausragendes steht. Und deswegen hat man ja den Namen auch mit dem Zusatz Kloster belegt. Und das ist auch vollkommen zu Recht. Also nicht nur das Kloster ist sehr bekannt und bei denen auch im Klosterdorf aus einer Bäckerfamilie kommt die Malerdynastie Tischbein. Ne? Ja. Weltweit bekannt, große Porträtmaler. Gab jetzt auch wieder die Vorstellung von einem Buch über die Tischbeins. Genau. Von der Frau von Osten, glaube ich. Mhm. Das sind natürlich in so einer kleinen Gemeinde schon Funde, wo man sagen kann, jetzt kommt dazu natürlich der Riesenklotz-Arbeitgeber Vitos, wo man sagen kann, ja, so schlecht ist es nicht in Heiner. Das prägt uns ja hier. Also einmal das Kloster und die tolle Arbeit, die auch die Klosterfreunde liefern. Das ist ja, das muss man wissen, ein kleiner Kreis, die ausschließlich ehrenamtlich da tätig sind und da sich was aufgebaut haben. Und das gilt ja schon zu bewundern und zu unterstützen. Das tun wir ja auch. Es ist da natürlich so ein kleiner grauer Punkt, ich will nicht sagen schwarzer Punkt, aber grauer Punkt dann auch in den ersten 5,5 Jahren meiner Amtszeit gewesen. Man hat ja versucht, die Gemeinde umzubenennen in Tischbeingemeinde, also so nach dem Philipp Soldan im Frankenberg, ganz genau. Und das ist uns leider verwehrt geblieben. Ich habe mich dazu auch im Zuge des diesjährigen Wahlkampfes mal geäußert. Ich fand das eigentlich eine sehr gute Idee. Ja. Sie war nur aus meiner Sicht nicht gut genug vorbereitet. Okay. Man hätte zunächst mal alle Fraktionen mitnehmen müssen über den Ältestenrat oder wie auch immer und hätte sagen müssen, wollen wir das mal gemeinsam angehen. Ja. Und die Gemeindevertretung, der ich da auch keinen Vorwurf machen will, um Gottes Willen, die war da so ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt. Es kam ein Antrag rein, wir wollen jetzt so heißen. Ja. Keiner wusste ganz genau, was bedeutet das, was bedeutet das finanziell für uns, hängt da alles mit zusammen, können wir das überhaupt leisten? Das heißt also, wenn wir noch mehr Bekanntheitsgrad erlangen, schafft das überhaupt der Verein der Klosterfreunde, das auch alles aufzunehmen? Mhm. Und von daher war das im Parlament zwar befürwortet, aber nicht mit einer deutlichen Mehrheit befürwortet. Ja. Und das hat uns dann das Ministerium hinterher ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, nach dem Motto, ihr seid euch ja noch nicht mal selber einig, also unterstützen wir einen solchen Antrag nicht vollumfänglich. Ja. Und das war schade. Das schließt aber nicht aus, dass man sowas vielleicht in den nächsten Jahren auch mal besser vorbereitet und dann gegebenenfalls nochmal angeht. Aber das jetzt, wie gesagt, nur in Bezug auf das Kloster an sich. Der Arbeitgeber, der war ja eben angesprochen, da vielleicht noch 2 Sätze zu. Also klar, Vitos
es wird immer gesagt, die zahlen ja keine Gewerbesteuer. Ich sag mal, wenn Vitus bei uns Gewerbesteuer zahlen würde, dann wären wir ähnlich aufgestellt wie die Gemeinde Allendorf-Eder. Ja, ja. Aber das ist nicht so. Nur ich schätze Vitus sehr, denn es ist ein sehr, sehr sicherer und beständiger Arbeitgeber. Und das Geld, was die ihren Arbeitnehmern zahlen, das bleibt ja auch hier in der Region, zumindest es kann hier in der Region bleiben und das hilft uns schon sehr, sehr viel. Eigentlich muss man sagen, dass der Landgraf Philipp durch die Umwandlung, die Säkularisierung des Klosters in ein Krankenhaus eigentlich viel weiter geschaut hat, als er je gedacht hat. Denn man kennt ja ähnliche Fälle und da wurde die Domäne verkauft. Das heißt, das Klosterdorf ging dann in irgendwelche Besitztümer über, meistens in irgendeinen Gutsbetrieb. Der wurde wieder zigmal geteilt. Hier ist das Kloster in sich eine geschlossene Einheit, ein kleines Dorf für sich im Dorf. Ne? Genau, genau. Und die Ländereien und so weiter sind zusammengeblieben, sind in den Landeswohlfahrtsverband übergegangen, was natürlich auch ein bisschen nachteilig ist, ihr habt nicht viel Gemeindewald. Ne? Nein, also die Leute sagen, freuen sich immer, wenn sie hier sind und es ist ja auch ein toller Anblick. Also wenn ich hier aus dem Fenster schaue, gerade so jetzt, wenn es herbstlich ist und das Laub so ein bisschen Farbe gewinnt und dann noch die Sonne drauf steht, also es ist schon toll hier, wir haben eine tolle Gegend. Das muss man einfach schätzen und das tun die Leute hier auch, die hier wohnen. Aber ich sage dann immer, ja, guckt euch um. Ganz viel Wald, ganz viel Gegend, aber nichts davon gehört uns. Ist ein bisschen schade, aber ich meine, wir kommen ja auch so. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich jetzt im Rahmen des Klimawandels ist Wald ein Riesenkostenfaktor für die Kommunen. Mit Aufforstung werden keine Erträge mehr in der Form generiert, wie man mal vor Jahren generiert hat. Also kann man auch sagen, naja. Also klar, aber man muss das auch ein bisschen kritisch sehen. Ich meine, wenn uns der Wald gehören würde, dann wäre auch diese Art der Selbstbestimmung anders gegeben. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht mit Stiftungsforsten, die das ja den Wald hier bewirtschaften, da nicht klarkommen würden. Aber ich sag mal, eine Selbstbestimmung ist halt nicht da. Das haben andere Kommunen, ich denke an die Nachbarkommune Gemünden, an Rosenthal, da ist der Wald ein wesentlicher Bestandteil. Hm. Und die können selbst entscheiden, was tun wir hier, wie forsten wir auf, wie bewirtschaften wir den Wald. Diese Möglichkeiten haben wir nicht. Das ist dem einen oder anderen schon ein Dorn im Auge. Das merkt man auch immer mal wieder. Aber nochmal, ich kann jetzt nicht behaupten, dass dadurch der Gemeinde einer Schaden entsteht. Geht ja nicht so unendlich weit. Also Heine hat 12 Ortsteile und wenn ich denke Monhausen, ist das immer noch Landeswohlfahrtsverband? Da ist auch zufällig noch Stiftungsforsten, ja. Ja, also dann doch keinen eigenen Wald. Nein, wir haben circa 90 Hektar eigenen Wald, das ist wenig. Ja. Der ist überwiegend im Bereich Löhlbach und da ist es eigentlich auch kein wirklicher Wirtschaftswald, sondern er ist sehr nah an der Ortslage dran, sodass man da auch immer gucken muss, das ist nicht nur die wirtschaftliche Betrachtung, sondern auch der Sicherheitsaspekt. Ja. Und da sind wir also schon anders unterwegs wie andere Kommunen. Du hast Löhlbach angesprochen, das ist der größte Ortsteil. Das ist der größte Ortsteil. Nein, ist aber auch der mit dem meisten Gewerbe in dem Sinne. Natürlich. Also der größte Arbeitgeber sitzt hier im Ortsteil Heiner, das ist Vitus, das haben wir eben schon gesagt. Und der größte Ortsteil ist Löhlbach mit ca. 1400 Einwohnern. Und da haben wir natürlich das Gewerbe, überwiegend Baugewerbe, überwiegend Holzgewerbe, dafür sind die bekannt. Und da muss man auch ganz offen sagen, das hat uns auch die letzten 2, 3, 4 Jahre, als die Gewerbesteuer doch deutlich nach oben ging, auch sehr geholfen. Ja, Gewerbesteuer heißt immer kommunale Finanzen. Die Kommunen waren seit langen Jahren spitz auf Knopf genäht. Und das ist ja durch die letztendlich taumeln wir in Europa, in der Welt von einer Krise in die andere. Angefangen von der Finanzkrise, der Wiese Kriege, jetzt der letzte Ukraine-Krieg, dann der Überfall der Hamas auf Israel. Corona-Pandemie mit steigenden Energiepreisen und Kosten, die auch die Gemeinde betreffen. Auch ihr müsst ja nun Strom bezahlen.
Das macht das Leben eines Bürgermeisters. So kommt ja auch gerade aus der, die Haushalt, der Haushalt ist eingebracht worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Macht das Leben eines Bürgermeisters, einer Gemeindevertretung nicht einfacher. Ne? Nein, also schon gar nicht. Also das Leben eines Bürgermeisters ist sowieso kein vergnügungssteuerpflichtiges Leben. So heißt Mark es ja Wallmeister immer, hat immer mal gesagt, schön. Ein Teil des Salärs ist Schmerzensgeld. Das ist wohl so und spaßeshalber, der Stundenlohn war bei meinem Vorarbeitgeber auch besser, wie er jetzt ist, weil 24-7 steht man irgendwie zur Verfügung. Aber das ist kein Klagen. Also ich denke, jeder, der diesen Job macht, der sich zur Wahl aufstellen lässt, der weiß, was er da tut. Das unterstelle ich einfach mal und im Kollegenkreis wird es auch so hingenommen. Wir wissen, was da auf uns zukommt. Aber die Situation ist halt gerade in diesen finanzschwachen Kommunen, und dazu zählt Heiner Kloster nun mal, natürlich eminent schwer. Also die Leute haben eine hohe Erwartungshaltung, die möchten gerne viel mehr. Es gibt auch viele gute Ideen, die man aber nicht alle umsetzen kann, weil es schlicht und ergreifend an den Finanzmitteln fehlt. Ja. Und da müssen wir wirklich irgendwann hergehen und müssen sehen, dass wir dort eine andere Verteilung hinbekommen. Das haben wir ja auch schon probiert. Also ich sage da einfach mal, der kommunale Finanzausgleich, ob der noch in den Maßen Bestand haben darf, wie er jetzt ist, das wage ich einfach mal in Frage zu stellen. Denn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezüglich der 60 Milliarden schlägt ja letztendlich auch auf die Sondervermögen der Länder durch. Und in dem Augenblick natürlich auch auf die Kommunen. Ne? Genau. Aber man kann das ja mal, also jeder Bürgermeister wird jetzt wahrscheinlich für seine Kommune laut klagen können. Aber ich möchte es nur mal am Beispiel Heiner verdeutlichen. Wir haben hier eine Fläche von 92 Quadratkilometern, die zu unserer Gemeinde gehört. Das ist genauso groß wie Hanau. Genauso groß wie Hanau. Ja. Hanau hat 100.000 Einwohner, wir haben 3.500 Einwohner. Ja. Trotzdem müssen wir aber in der Fläche für Straßen, Abwasser, Wasser und so weiter und so fort sorgen. Für Ordnung, für Sicherheit, für Feuerwehr. Das passt nicht ganz. Und die Ausstattung, die Hanau zur Verfügung gestellt bekommt, die ist eine andere wie bei uns. Und bei 8 Feuerwehren brauchen sie ein paar mehr Fahrzeuge. Ja. Und ein paar Kilometer mehr zu fahren. Genau, 10-Minuten-Frist einzuhalten, das ist für Hanau kein Problem. Die machen eine große Station und die haben auch mehrere. Nur bei uns stellt uns das vor deutliche Herausforderungen. Kollegen Frank Gleim habe ich gefragt, und das ist mit Sicherheit bei dir auch so in den kleinen Kommunen, fehlt es am Personal. Aber der Bürgermeister ist nicht nur Bürgermeister, sondern auch Sachbearbeiter, weil das bleibt in so kleinen Verwaltungen gar nicht aus. Das ist so. Ja. Und vor allen Dingen, Sie müssen sich das ja mal so vorstellen, Sie haben ja in manchen Bereichen überhaupt keine, jetzt sind wir doch beim Sie gewesen. Du musst dir das so vorstellen, wir haben ja in manchen Bereichen, ich denke da jetzt einfach mal ans Bauamt. Ja. Das ist bei uns besetzt mit einer Person, das Ordnungsamt. Die da auch noch von uns abgeworben hast. Ich komme aus Frankenau. Nein, die kommt ja aus Heiner, also alles gut. Alles gut. Eine Person, das Ordnungsamt, besetzt mit einer Person. Ja. Und so haben wir verschiedene Bereiche. Die sind nun mal, weil der Arbeitsanfall in diesen Bereichen halt nicht so hoch ist, mit einer Person besetzt. Ja. Was passiert, wenn diese Person mal längere Zeit ausfällt? Was durchaus mal passieren kann und was ich jedem zugestehen muss. Ja. Dann bin ich da schon aufgeschmissen. Und deswegen sind wir ja, weil gerade der Kollege Kleim auch angesprochen worden ist, sind wir ja da schon hinterher und versuchen wirklich auch untereinander uns zu unterstützen. Und zu schauen, wo können wir uns noch besser verzahnen. In manchen Bereichen klappt das schon. Im Wasserbereich sind wir mit Gemünden schon zusammen und im Abfallbereich wollen wir auch starten wir im Moment so einen größeren Deal mit gegebenenfalls Rosenthal, Frankenau, Gemünden und Heiner. Ja. Und anders funktioniert es aus meiner Sicht also, in Zukunft nicht mehr. Manche Ämter sind für kleinere Gemeinden gar nicht in der Form durchzuführen, wie der Gesetzgeber es eigentlich will. Zum Beispiel Sozialamt ist ja nun die letzten Jahre eine extreme Herausforderung für die Kommunen. Es sind ja nicht nur die Bürgergeldempfänger, es sind die Flüchtlinge, die betreut werden müssen. Es sind Senioren, die
ja, ich sag mal, Sozialhilfe gibt es nicht mehr, aber ihre Grundsicherung benötigen und. Weil gerade im ländlichen Bereich oft ja die Renten sehr schmal sind. Männer waren oft wie wir sagen, im Berg, also im Wald, und im Winter und im Sommer irgendwie bei kleinen Bauunternehmen, die auch nicht regelmäßig bezahlt haben oder abgeführt haben, die Frauen oft zu Hause neben Erwerbslandwirtschaft gemacht und hängen nun mit 400, 500, 600 Euro Rente rum. Das ist auf dem Land ja nicht unüblich. Das ist so, ja. Und da gibt es ja halt die gesellschaftliche Solidarität, Verpflichtung, denn die haben ihren Beitrag ja jahrzehntelang geleistet, aber das kann eine Gemeinde, ein Sozialamt, da bräuchtest du einen riesen Apparat, also vermutlich auch an den Kreis ausgelagert. Das ist bei uns am Kreis ausgelagert, das hätte ich jetzt auch so gesagt, und das wird man ja auch bei der Einbringung des Haushaltes des Landkreises jetzt ganz, ganz deutlich sehen. Das geht ja in die Millionen, was da jetzt gestiegen ist. Ja. Und ich glaube, in den letzten Tagen hat man das auch in der Zeitung lesen können, da wurde ja schon darauf hingewiesen, im Vorgriff schon mal auf den einzubringenden Haushalt, dass man da doch auf ein großes Defizit hinausläuft, ja. Und dass es das wieder einzuholen geht. Und wo holt der Kreis sein Geld her? Das holt er natürlich über die Kreisumlage von den Kommunen. Von den Kommunen. Von daher zahlen wir das auch mit. Das heißt, ein nackter Mann packt den nächsten nackten Mann in die Tasche. So ungefähr. Da habe ich aber auch Verständnis für den Landkreis. Ja, natürlich. Wo will er das Geld herkriegen? Er muss an den Schrauben drehen, wo er drehen darf. Und es stehen ihm auch nicht viele Schrauben zu, wo er drehen kann. Also muss er die Schrauben nach unten drehen. Ja. Und wir haben halt auch die Schraube Grundsteuer und die müssen wir dann auch irgendwann ziehen. Wir sind nicht Amerika, wo die Kommunen, die Cities, die Städte, die Gemeinden, also auch die Steuerhoheit haben und mal kurz eine neue Steuer einführen können. Schön wär's, ja. Ja, hier bleibt die Hundesteuer und die Grundsteuer, ne, und die Gewerbesteuer. Genau. Aber wir wollen auch über positive Dinge reden. Wir hatten das Kloster angesprochen, wir hatten die schöne Landschaft angesprochen. Das heißt, für Wanderer, für Touristen ist es natürlich hier, wer die Ruhe sucht, der ist in Haina ja komplett richtig. Ne? Perfekt. Ja, das ist so ein schmaler Grat. Auch die Leute, die hier wohnen, wollen ja eigentlich ihre Ruhe und wollen das genießen. Deswegen, also wenn ich höre Tourismus, dann soll man den Tourismus wirklich, den sollte man vorantreiben. Also das hier ist Naherholung pur. Ja. Aber aus Haina zum Beispiel ein zweites Willingen zu machen, das würde hier ist auch erstens nicht mal Utopie, und zum Zweiten kommt das auch den Leuten hier vor Ort nicht entgegen. Würde hier auch nicht funktionieren. Genau, das wollen wir auch gar nicht. Aber wir versuchen natürlich schon in Ansätzen auch hier den Tourismus so ein bisschen zu fördern. Wir haben jetzt Radwege ausgewiesen, wir haben Wanderwege ausgewiesen in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee. Und so wollen wir peu à peu das schon verbessern, sodass Leute, die hierher finden, auch hier, sage ich mal, die Naherholung genießen können. Ja. Hinzu kommt unser tolles Schwimmbad, was wir in Löhlbach haben, unser Waldschwimmbad. Das ist einzigartig. Das ist zwar auch schon über 50 Jahre alt, aber die Anlagen haben wir jetzt peu à peu erneuert. Das funktioniert. Wir haben auch gute Zahlen. Es ist nie kostendeckend, in keinster Weise. Aber wir haben ganz gute Zahlen, und wir machen es ja nicht für uns, sondern wir machen es ja wirklich für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die der umliegenden Gemeinden. Und die nutzen das schon sehr, sehr rege. Also wer sich hier erholen will, der kann sich hier auch ganz toll erholen. Ja, mit den Schwimmbädern in den Kommunen ist es wie mit den Dorfgemeinschaftshäusern. Es gab mal so eine Investitionsschwelle vom Land, was man den Gemeinden aber nicht gesagt hat, dass da jede Menge Folgekosten dranhängen, irgendwann die Gemeinden selber tragen müssen. Genau, wobei das sehe ich noch ein bisschen, also ich denke, das Schwimmbad sollte man etwas höher sogar noch ansiedeln wie ein Dorfgemeinschaftshaus. Denn das Auf Schwimmbad ist ja auch, ich sag mal, wir wollen ja den jungen oder den nachfolgenden Generationen wollen wir ja auch Schwimmkurse und solche Dinge anbieten, ganz die sollen wichtig. Das Schwimmen lernen. Ja. Und wenn man dann einfach sagt, ach komm, das ist ein Kostenfaktor, den streichen wir, das ist nicht weit genug gedacht. Nein, also das Schwimmbad hat viele Funktionen. In Frankenberg bei den Lions, da hat der Schwimmbadverein Rengershausen, das sollte geschlossen werden vor 15 Jahren, sich gegründet und macht das nun ehrenamtlich. Und da wurde auch immer wieder betont, erstens sind diese kleinen Schwimmbäder oft sehr familiär.
mit wenig Problemen, was Sicherheit und Gott weiß was betrifft, dann von der Einheimischen, aber auch von Fremden sehr gut angenommen, weil sie eben klein, familiär, überschaubar sind. Genau. Und ein großer Punkt, Schwimmen lernen für Kinder und Jugendliche. Absolut. Ist die Zeiten, wo also die Schulkinder mit Bussen in die umliegenden Hallenbäder gekarrt wurden, sind ja auch schon eine Weile vorbei. Ja, also, aber das ist ein elementarer Bestandteil auch der Gesellschaft, dass die Leute schwimmen lernen. Man sieht es ja an Badeunfällen. Kinder zieht erst grundsätzlich zum Wasser. Das war schon immer so, das wird immer so sein. Und dann müssen wir, denke ich, auch den Kindern die Möglichkeit geben, das unter Anleitung zu lernen. Nun ist der Badeteich von Heiner ja lange durch die Presse gegangen. Gute Überleitung. Wenn du mir solche Stichworte lieferst. Ja, lange durch die Presse gegangen. Ne? Da ist auch immer so ein bisschen Lücke. Einmal die Sicherheit, weil die Dämme sind also nicht Baujahr 2022. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich, hier haben Generationen von Heiner-Bürgern Wasser geplant, schwimmen gelernt und ihr Sommervergnügen gehabt. Mhm. Da werden die Annäherungen schwierig, ne? Absolut, aber man darf sich natürlich jetzt nicht den Gedanken hingeben, es wird wieder so wie früher, das heißt ein Badeteich war es ja schon lange nicht mehr, das muss man sagen. Wir im Parlament hier in Heine haben eine deutliche Resolution dahingehend geäußert, dass wir gesagt haben, also wir sind gegen alles, was dieser Beseitigung der Dämme, so will ich es einfach mal nennen, oder Schlitzung, so ist es ja geplant, was da dafür ist. Also wir möchten das nicht, das haben wir deutlich geäußert. Nur die Gemeinde hat hier wenig Möglichkeiten des Einflusses. Das, was wir an Einfluss haben, da haben wir uns immer zu geäußert und haben gesagt, das, was dort geplant ist, wollen wir so nicht. Was mich so ein bisschen enttäuscht. Naherholung, so wie du vorhin gesagt hast. Ja, aber nochmal, es wäre ja kein Badeteich. Es wäre aber Naherholung, ein bisschen am Wasser flanieren und... Was mich enttäuscht, ich sage es mal ganz deutlich, was mich enttäuscht, und das habe ich auch gegenüber dem LWV schon mal geäußert, ich habe gesagt, warum ist denn keiner in der Lage, mal zu zeigen, aufzuzeigen, mit den heutigen Möglichkeiten, die man hat, über Präsentationen und 3D-Animationen, mal zu zeigen, was daraus werden kann. Vielleicht kann man sich ja irgendwo in der Mitte treffen. Es gibt ja jetzt von dem, war ja ein Gutachter, der hat ja gesagt, oder einer, der sich aus diesem Bereich, der aus diesem Bereich ist, der hat ja deutlich gesagt, man kann den Teich sogar so wie er jetzt ist, also mit einer geringen Staustufe bestehen lassen. Und das ist sogar für die Natur noch wertvoller als das, was man vorher hatte. Ja. Also wieso findet man denn nicht langsam zueinander und geht aufeinander zu? Das scheint aber zumindest, sage ich mal, oder aus meiner Sicht müsste der LWV den ersten Schritt machen und müsste mal aufzeigen, was wollen wir denn jetzt da überhaupt machen? Ja. Und das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Mhm. Und das finde ich, will die Schuld nicht, wenn so ein Konflikt entstanden ist, da ist die Schuld nicht bei einer Seite. Das will ich also jetzt nicht alles dem LWV anlasten, aber ein aufeinander zugehen, das sehe ich im Moment nicht und das finde ich schade. Also ich als Außenstehender habe das ja nur immer in der Presse verfolgt, weil durch die Bürgerinitiative, die auch sehr drastisch aufgetreten ist nach dem Motto, wir wollen den Status quo erhalten und der LWV eben gesagt hat, wir aber nicht. Und, genau, das will ich ja sagen. Also bei Konflikten sind immer beide irgendwo, müssen aufeinander zukommen. Also beide Positionen können so nicht stehen bleiben. Wenn jeder auf seiner Position beharrt, kommen wir nicht zusammen. Die Teiche sind ja auch ein Teil des Klosters. Die waren früher Fischzucht mit Sicherheit für die Mönche, heute wertvolle Biotope. Überall, wo Teich und Wasser ist, gibt es eben auch viel Leben. Und ich sag mal, wenn man da lang geht, lang fährt in die Richtung, ist auch ein hübscher Anblick, gerade im Sommer, bis auf die Mücken, aber naja. Ja, um nochmal auf den Tourismus zu kommen. Natürlich wird hier kein zweiter Edersee entstehen, kein zweites Willingen. Aber sanfter Tourismus oder der Tourismus, wo man sagt, ich sehe es an der Kommune Lichtenfels, die ihre Premium-Wanderwege haben, wo man dann auch
zwei Trekkingplätze eingerichtet hat, also genau. Für die Wanderer, die dann doch mal im Wald übernachten wollen, finden eine Biotoilette da und einen trockenen Platz und können unterm Dach auch frühstücken. Alles andere müssen sie mitbringen. Das ist ja etwas, was auch im Moment so ein bisschen trendet. Ne? Und das stört also nicht, es ist ja keine Massenbewegung in genau. dem Sinne. Genau. Ja. Also sanfter Tourismus, das ist das, was ich ja eben auch damit zum Ausdruck bringen wollte. Also wenn man von Tourismus spricht, bitte nicht in die falsche Richtung denken. Versuchen das natürlich auch, die Grundlagen so ein bisschen zu schaffen. Was sich hier entwickeln muss, ist auch, sage ich mal, so ein Gastgebermentalität. Das heißt, also wir hatten ja in Battenhausen ganz früher mal viele Pensionen, ja. die das angeboten haben und zum Teil auch nur für, ich sag mal, 4 bis 5 Personen eine Art Ferienwohnung, Ferienhaus. Das haben wir ja alles nicht mehr. Ja. Das ist ja über die Generationen ist das weggebrochen und das muss sich jetzt erst wieder bilden. Wir haben in Battenhausen zwar noch das Gasthaus zum Hohenlohe sehr schön und familiär geführt und die haben Beherbergungsgäste können da also auch eine größere Gruppe mal aufnehmen, aber dann hört es schon langsam auf. Ja. Und das muss sich peu à peu entwickeln. Mhm. Und frei nach dem Motto, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, müssen wir jetzt gucken. Also wir werden definitiv hier nicht irgendwo in Tourismus rein investieren, wohl wissen, dass die Gäste gar nicht bei uns bleiben können. Also da bist du sicherlich in guter Gesellschaft. Hier deine Nachbargemeinde, Frankenau, steht ja vor ähnlichen Problemen. Das heißt, ja. der Radwanderer, der Nationalparkswanderer, der Kellerwaldwanderer findet also in den Dörfern kaum eine Möglichkeit, mal einzukehren, ein Schnitzel zu essen oder eine Tasse Kaffee zu trinken, weil die Dorfgastrolle einfach wechselt. Genau. Ja. Und Aussagen wie, da müssen die Leute halt ihre Verpflegung im Rucksack mitnehmen, halte ich für wenig förderlich. Das ist aber auch schon bei uns angekommen und das haben wir auch schon in Richtung Liederregion, also auch wieder Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee und die damit in Verbindung stehende Liederregion. Da haben wir also schon die Hinweise gegeben, dass man da doch mal ein bisschen mehr in die Offensive gehen könnte, damit Leute, die vielleicht diese Überlegung haben, die aber die hohen Kosten so ein bisschen abschrecken, denen könnte man sagen, ihr bekommt ja über Lieder, wenn ihr das vernünftig anstellt, auch die Möglichkeit zum Beispiel bei einer Herrichtung eines Feriendomizils, einer kleinen Ferienwohnung, eines kleinen Apartments, bekommt ihr ja sogar Zuschüsse. Ja. Und da muss man einfach hergehen, aber nochmal, ich rufe hier nicht zum Massentourismus auf, sondern das muss sich peu à peu entwickeln. Den wird es hier auch nicht geben, weil die Klientel, die, ich sag mal, die Spaßgeneration, die wird es weniger hierher ziehen. Das ist so. Ja, hier kommen die Kulturinteressierten hin, die das Kloster besichtigen wollen, die sich vielleicht über Tischbein informieren wollen. Hier kommen die Menschen hin, die sagen, ich parke mein Auto hier irgendwo in der Gemeinde Haina, schnall mir den Rucksack um und dann wandere ich von hier zum Hohenlohe, in der Hoffnung, dass ich auch was zu essen kriege. Genau. Oder gucken sich dann das Moor an mit einer Führung über den Kellerwaldverein. Also das ist eher so die Klientel. Im Winter vielleicht noch, die sagen, naja, wenn es dann gespurte Loipe gibt, dann nehme ich die Langlaufskier und drehe meine Runden um Solo oder einen Wüstegarten oder der Skilift in Battenhausen. Wenn er dann mal wieder in Betrieb geht. Glaube ich nicht mehr. Aber ja, so ist es halt. Also man könnte, natürlich könnte man hergehen und könnte sagen, gerade durch Corona, diese Effekte, dass Städter gemerkt haben, Mensch, das kann doch hier nicht alles sein. Man könnte eine Initiative starten, könnte die Städter mal hierher holen, in der Hoffnung, dass der ein oder andere sie sagt, Mensch, toll. Ne? Aber ich glaube, wer aufs Land zieht, der zieht bewusst aufs Land und den holt man auch nicht durch irgendwelche Werbekampagnen hierher, sondern die erkundigen sich schon, die fahren auch vorher schon mal her, die kennen die Region, wo sie dann hinwollen und wenn dann mal ein Haus zum Verkauf ansteht, dann lassen die sich schon bewusst beraten und wissen also schon genau, wann und wo sie ihre Entscheidung zu treffen haben. Also da sind die Leute
Das sind so Erfahrungen, die ich also auch in anderen Kommunen in Gesprächen, aber auch in Pressearbeit gemacht habe. Gibt es eine Schule für junge Familien, eine Grundschule, ganz wichtig, ortsnah, dass sie also, gibt es eine Lebensmittel, also eine ortsnahe Lebensmittelversorgung und gibt es ein Kulturangebot? Jetzt kann man sagen, gut, du hast 20 oder 25 Kilometer, 30 bis Marburg, da hast du schon vieles, 80 Kilometer, 60 Kilometer bis Kassel. Also wenn man da ein bisschen fahren will. Auf der anderen Seite ist natürlich, ein Dörfler in der Stadt kommt eher zurecht wie ein Städter auf dem Dorf. Schön gesagt, ja. Ja, da muss man, also hier muss man die Clans und Befindlichkeiten und so weiter so, aber wer ein Gespür hat, kommt damit zurecht. Das ist halt so. Zu sagen, das Leben auf dem Land ist günstiger wie in der Stadt. Nein, würde ich so nicht unterschreiben, denn für viele Sachen muss man dann doch fahren, benötigt ein Auto. Mieten sind auch nicht mehr unterirdisch, gerade in so Kommunen, wie hier einen großen Arbeitgeber haben, wo immer mal Wohnungen gesucht werden, Leute suchen werden. Der Markt regelt es, hatte mal irgendeiner, glaube ich, gesagt. Aber da will ich nochmal angreifen, weil das stimmt nicht. Also das Leben auf dem Dorf ist schon deutlich günstiger. Das muss man schon mal sagen. Und wir haben immer noch so im Hinterkopf, das ist vielleicht auch unserer Generation geschuldet, dass man ein Fahrzeug braucht, ein Auto braucht. Also ich glaube, der ÖPNV, der ist noch nicht da, wo er hin muss. Der kann deutlich verbessert werden, ja. Aber wir haben einen guten ÖPNV im Waldeck-Frankenberg, das muss man natürlich sagen. Das wollte ich ja damit sagen, denn ich mache es die letzte Zeit immer häufiger mal, dass ich hier den sogenannten 570er, so heißt er ja landläufig, nämlich das ist der Bus, der an Wochentagen im Stundentakt von Frankenberg nach Kirchheim fährt. Ja. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in diese Richtung, in Richtung Gemünden zu fahren, wo ich schon größere Einkaufsmöglichkeiten habe. Und ich habe in diese Richtung die Möglichkeit, nach Frankenberg zu fahren, wo ich ja viele Möglichkeiten im Mittelzentrum habe. Von Löbach aus fährt stündlichst an den Werktagen ein Bus von Bad Wildungen und über Bad Wildungen komme ich locker nach Fritzlar und Kassel. Wenn die Straßen nicht gesperrt sind. Wenn gerade mal die Straße nicht gesperrt ist, das ist richtig. Aber das nutzen noch relativ wenige. Ja. Ich habe das bewusst jetzt mal getan. Natürlich verfüge ich noch über ein Auto. Natürlich mache ich noch das meiste mit dem Auto. Aber es ist nicht so, dass man ausschließlich auf das Auto angewiesen ist. Nein. Und ich will auch noch mal einen Satz dazu sagen, wo mir das nämlich ganz bewusst aufgefallen ist. Wir haben hier in Hochzeiten, mittlerweile haben wir 10 ukrainische Flüchtlinge, in Hochzeiten hatten wir hier 22 ukrainische Flüchtlinge, das war ganz am Anfang. Mhm. Die sind jeden Morgen hier vorne in den Bus gestiegen, entweder in die Richtung gefahren, kamen eine Stunde später mit Einkaufstüten wieder oder in die andere Richtung. Ja. Es geht. Es geht. Also, Alexander, gebe ich dir durchaus recht, aber ich will ein Argument dann reinbringen. Wir haben eine ältere Bevölkerung. Der Anteil der 60 plus steigt permanent. Ich sag mal, den Wocheneinkauf in Gemünden in einem Supermarkt zu machen und dann mit den großen Tüten, ist für die Leute nicht so ganz einfach. Das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Ich will nur sagen, wenn einer überhaupt keine Möglichkeiten hat, die nutzen das. Und mal ganz davon abgesehen, die ukrainischen Flüchtlinge, das waren alles Leute über 60, teilweise weit über 60, weil nur die Älteren sind ja rausgerückt. Aber da bin ich ja auch dabei. Ich würde nie jemanden sagen, der sagt, sowieso also, schon Probleme hat, steigt auch in den Bus. Und wir als Gemeinde versuchen ja auch dagegen zu wirken. Wir kriegen zum Beispiel vermutlich in der übernächsten Kalenderwoche kriegen wir einen Bürgerbus, um den wir uns beworben haben. Ja. Also wir versuchen ja auch hier entgegenzuwirken und den Leuten das leichter zu machen, ihnen weitere Perspektiven zu bieten. Ja, also ich sag mal, generell finde ich das auch richtig und ich sehe es ja selber, ich bringe immer das Beispiel, die fortschreitende Digitalisierung mäßig, aber sie kommt so langsam. Ich musste meinen Führerschein auf den EU-Führerschein, eigentlich nächstes Jahr erst, aber weil ich den Kartenführerschein schon hatte, umschreiben lassen. Ich habe den komplett am Rechner gemacht, inklusive der Unterschrift. Was am längsten gedauert hat bei der Geschichte, war die Bundesdruckerei.
Ne? Genau. So, jetzt muss ich sagen, du kannst das, ich kann das. Jetzt, wenn die E-Akte kommt, also die Gesundheitsakte, mit Sicherheit eine gute Geschichte, die Frage ist, wie viel 70 plus können das oder wollen das? Also, da wird es noch so, ich sag mal, so eine Übergangszeit einfach geben müssen. Das ist so, das ja. ist so. Aber nochmal, wir haben eben über Tourismus und auch ÖPNV gesprochen. Eine Geschichte ist natürlich so, Entschuldigung, betrifft die Gemeinden in zweierlei Hinsicht, Bürokratismus. Einmal ist man selber Bürokrat, das ist nun mal die Eigenschaft einer Verwaltung. Auf der anderen Seite gibt man natürlich vieles oder muss vieles weitergeben, was von Brüssel über Berlin, über Wiesbaden dann irgendwann auf deinem Schreibtisch landet. Das betrifft zum Beispiel die Dorfgasthäuser. Die Auflagen, wenn ein Pächter es neu machen will, bis der die ersten Mark verdient hat, Euro, hat er schon mal 500.000 zu investieren. Von Toiletten, vom Brandschutz, Gott weiß was. Das macht heute keiner bei den geringen Margen. Da ist die Bürokratie einfach zu stur, weil hast du nicht die Auflagen erfüllt, kriegst du keine Genehmigung. Statt dass man sagt, pass mal auf, wir geben dir mal 3 Jahre Zeit, macht man nach und nach. Ganz wichtig ist der Brandschutz, ganz wichtig ist die Hygiene. Und dann sehen wir so nach und nach, was du noch zu erfüllen hast. Und das behindert natürlich auch die Freudigkeit der Bürger, selbst so ein bisschen aktiv zu werden, zu sagen, ich mache einen Stellplatz für Wohnmobile. Gibt genug aufgelassene Höfe, wo eigentlich nur noch das Wohnhaus genutzt wird. Das Gefährt ist da, Drehstrom ist da, eine Jauchengrube ist da, wo man also graues Wasser entsorgen könnte und so weiter. Und sagen, ja, ich biete mal 5 Stellplätze an. Muss genehmigt werden. Jetzt kommt der Alexander Köhl als Bürgermeister und sagt, kein Problem. Aber dann kommt der Kreis und sagt, ja. Ist es nicht so? Ja, da brauche ich ja gar nichts hinzuzufügen. Das hast du ja vollkommen richtig geschildert. Und da ist ja auch die Krux. Also wer will denn dann die Verantwortung übernehmen? Also wer will sich denn jetzt das sind Vorschriften, die werden gemacht. Und das Thema, da könnten wir jetzt noch lange diskutieren, dass wir viel zu viele Vorschriften haben und dass wir mal wieder auf ein Normalmaß zurück müssen. Denn wir verwalten uns ja zu Tode. Das funktioniert ja irgendwann nicht mehr. Ja. Also wir haben uns ja in der Demokratie schon dermaßen eingeschränkt, das merkt man ja bei Großbauprojekten, ob das der Bahnhof in Stuttgart ist oder der Flughafen in Berlin oder sonst wo. Wir kriegen ja Großbauprojekte gar nicht mehr umgesetzt. Oder ein Radweg, den du neben einer Landstraße bauen willst. Das fängt mit Kleinigkeiten schon an. Wir haben uns, wie gesagt, in eine Situation manövriert, aus der wir jetzt mal sehen müssen, dass wir das Ruder rumreißen und irgendwie mal wieder rauskommen. Denn weiter so geht es eigentlich gar nicht. Dann sind wir irgendwann mal, wir wissen ja gar nicht mehr, welche Vorschrift wir zuerst anpacken müssen. Ja. Nur jetzt drehe ich das mal wieder auf das zurück, was du gesagt hast. Wer soll denn sich jetzt hinstellen und soll sagen, stellt euch mit euren Wohnplätzen da einfach hin, mir ist das ganz egal, ich lasse das graue Wasser einfach in die Jauchengrube da reinlaufen. Ja, das kann ich doch nicht verantworten. Dann kommt der Landkreis oder dann gibt es dann plötzlich irgendwelche Gesundheitsgefahren. Dann hat sich da irgendeiner mit irgendwas angesteckt, infiziert. Oder machen wir es nochmal an den Brandvorschriften. Wenn man sagt, okay, du nimmst das Gewerbe, die Gaststätte wieder auf und ich lasse dir 3 Jahre Zeit. So, jetzt brennt es nach dem ersten Jahr. Ja. Und da kommen übertrieben, jetzt vollkommen übertrieben und wahrscheinlich auch wenig realistisch, aber kommen 20 Leute um, Familienfeier. Ja. Wer übernimmt denn dann die Verantwortung? Das kann ich. Kann ich das natürlich bösartig umdrehen und sagen, gut, der hat alle Vorschriften erfüllt, die Genehmigung ist da, jetzt kommen da trotzdem 20 Leute um, übernimmt der Genehmige der auch keine Verantwortung. Nein, man kann ja für solche Ereignisse kann man ja nicht bis zum letzten ins letzte Gefahr, kann man sagen. TÜV. Der TÜV gibt dir die Plakette so, und eine Bremsleitung beim Runterfahren vom Hof bricht, das ist dein Problem. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich kann ja auch kein altes Auto kaufen und der TÜV sagt, da ist ja wirklich so ziemlich alles kaputt dran. Naja, also machst jetzt erstmal das und die Bremsen haben noch ein Jahr Zeit.
ich fahre kein Jahr mit kaputten Bremsen. Das Nein, macht man nicht. Aber der TÜV gibt ja auch die Plakette und wenn trotzdem die Bremsen defekt sind, übernimmt der TÜV auch keine Verantwortung. Nee. Ist naja, so. Wenn, weil das ist, also. Aber es sind alle Vorschriften eingehalten. Genau. In dem Moment, wo man vorgeführt hat, waren die Bremsen in Ordnung. Punkt. Ja, ja. So, und so ist es auch. In dem Moment, wo er das Gewerbe angenommen hat, war der Brandschutz gegeben. Ja. Dass dann eventuell, ich sag mal, eine Brandschutztür nicht funktioniert hat. Das sind andere Dinge. Aber deswegen so weit wollen wir ja gar nicht gesagt, denken. Man muss das. Vorschriften sind ja auch wichtig und richtig. Genau. Wir sind ja nicht im Wilden Westen. Mit Augenmaß machen. Ich kann einem Jungunternehmer oder einem Pächter nicht gleich die halbe Million aufdrücken, bevor er überhaupt das erste Bier gezapft hat, sondern dann Vorbesichtigung, der muss es sowieso bezahlen. Was ist wichtig? Sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig. Und in diesen Stufen, weil er muss ja auch Umsatz generieren. Eine Bank gibt einem Gastronom, der eine Kneipe aufmachen will, heute keinen Cent mehr. Ja, ich habe selber im Bekanntenkreis genügend Leute, die mir darüber viele Geschichten erzählen können und die wahrscheinlich auch alle recht haben. Aber nochmal, man muss das von oben neu andenken und muss einfach erkennen, dass was wir da jetzt geschaffen haben, dieses Gerüst, das passt nicht mehr. Das ist wohl die Zeit. Ich habe gerade jetzt einen schönen Bericht gelesen, ich weiß gar nicht, wo es war, in irgendeiner Fachzeitung, da wurde gesagt, wir haben Jahr für Jahr versuchen wir in Gesetzen immer jeden Einzelfall schon abzudecken. Ja. Das muss nicht sein. Wir müssen auch einfach mal hergehen und müssen einfach mal ein Grundsatzgesetz machen und müssen sagen, und das ist unser Ziel. Und dann müssen wir gucken, wie sich das im Einzelfall dann auswirkt. Ja, und dann darf man vielleicht auch mal zu einem späteren Zeitpunkt noch mal gegensteuern. Es gibt ja Länder, riesige Länder, die kommen komplett ohne Gesetzbuch aus. USA zum Beispiel. Das wenn der Fall passiert und es ein Urteil gefällt, dann orientieren sich alle anderen Gerichte in sämtlichen teilautonomen Bundesstaaten letztendlich daran. Da werden Präzedenzfälle geschaffen. Funktioniert auch. Natürlich. Es gibt auch Länder, die Mutter aller Demokratien, die haben überhaupt kein Grundgesetz, Großbritannien. Ja, ich sag mal, wir brauchen da auch nicht das Rad neu zu erfinden, aber das ist halt immer der Anspruch der Deutschen gewesen, alles noch besser zu machen und noch mal ein Tüpfelchen strukturierter. Und das, ja, ich glaube, das ist nicht mehr gewollt. Das schlägt natürlich jetzt auch auf deine Gemeinden nieder, denn dieser Wust an Verwaltung, an Bürokratie, an Vorschriften macht einmal Druck, das Ganze natürlich mehr zu digitalisieren, mehr in Richtung IT zu verlagern. Auf der anderen Seite, auch das braucht Personal und das muss man erstmal bekommen. Ne? Genau, also wir müssen ja in der Einführungsphase, wir sind ja jetzt im Online-Zugangsgesetz in dieser Phase, wo wir das umsetzen, das bindet natürlich Personal. Wir haben da Glück, dass wir uns IKZ-mäßig auch an die Stadt Frankenberg angeschlossen haben, die ja da im IT-Bereich auch schon Personal hatte. Wir setzen das jetzt nach und nach um, aber auch da trifft genau das Gleiche zu, was wir eben gesagt haben. Wir sind ja in der Übergangsphase. Also wir werden die Älteren, insbesondere die älteren Menschen, nicht dazu bewegen, jetzt plötzlich vollkommen alles per Online-Diensten zu erledigen, sondern das wird ein Zeitfenster von 10, 15, vielleicht 20 Jahren in Anspruch nehmen, wo wir parallel arbeiten, ja, wo wir zwar die Digitalisierung vorantreiben und auch die Digitalstrukturen leben, aber auf der anderen Seite immer noch das typische Bürgerbüro vorhalten müssen, um für den Kunden Angesicht zu Angesicht vorhanden zu sein. Das wird sich aber in der nächsten Generation schon rauswachsen, weil ich sehe das bei meinen Kindern. Die tickern ihre Einkäufe nur noch übers Handy und die werden auch irgendwann mal den Personalausweis, den Führerschein und alles das, was dazu gehört, das wollen die alle nur noch so machen. Ja, Autos zulassen geht im Hochsauerlandkreis nicht im Moment, aber im Waldeck-Frankenberg oder so geht der online. Ja? Genau. Und nichtsdestotrotz,
Das Schöne an kleinen Gemeinden ist ja, dass der Bürgermeister nicht in einem Elfenturm sitzt, sondern der steht auf meinem Bierwagen und zapft beim Wettkampf der Jugendfeuerwehr. Ja. Der geht durchs Dörfchen und ist ansprechbar. Und wenn er samstags, der Frank Leim hat gesagt, wenn er Freitag nachmittags einen Rasenmäher hat, irgendeiner guckt immer über uns und sagt, hat der Bürgermeister denn schon wieder Urlaub. Man ist für den Bürger eigentlich 24/7 erreichbar, ist das so? Das ist so. Also wenn man es vernünftig macht, so will ich es mal sagen, und das ist auch mein Anspruch, also ich glaube, in den fast 6 Jahren, die ich das jetzt mache, wenn mich einer angesprochen hat, hat er von mir immer eine Antwort gekriegt. Ja. Das passiert beim Straßekehren, jetzt lebe ich ja in einem kleineren Ortsteil als der Frank Leim, aber mein Haus ist ja relativ zentral. Und da kommt es auch schon mal vor, dass also während dem Straßekehren dann jemand anhält und hat ein Problem oder will einfach mal quatschen. Ja. Das gehört dazu. Das muss ich wissen, wenn ich Bürgermeister bin, dass das auf mich zukommt. Und das muss ich aber auch wollen, das muss ich so auch leben. Aber das ist doch das Schöne an diesen kleinen Orten, wo man sich kennt, wo man also auch noch in Gemünden jemand kennt, auch in Frankenau jemand kennt oder so, wo man sagt, das ist eigentlich die Bürgernähe, die man sich von Politikern wünscht. Ja, nur ich sage es jetzt mal ganz deutlich, ich sehe mich nicht als Politiker. Ich habe das hier nicht gemacht. Du bist politischer Wahlbeamter. Ich bin politischer Wahlbeamter, aber ich mache das ja nicht, weil ich gesagt habe, also ich stehe für meine SPD und Nein. ich trage jeden Tag rote Socken. Nein. Aber der Bürger sieht dich als Politiker, Kommunalpolitiker. Wer mich kennt, der weiß, dass ich möchte für die Gemeinde Haina, für mein persönliches Umfeld möchte ich eintreten und möchte da was voranbringen und möchte auch was erreichen. Das ist mir wichtig und das tue ich mit einem gewissen Eigennutz, weil ich selber hier wohne. Das ist das, was mich vorantreibt. Ich bin zwar jetzt auch im Kreistag, da wird man irgendwie reingespült, wenn man in einer Partei sich engagiert und dann auch noch Bürgermeister geworden ist, wird man da reingespült. Aber ich sag mal, da ist mein Engagement schon bei weitem nicht mehr so hoch, ohne sagen zu wollen, dass ich mich da nicht engagiere. Ich habe dieses Amt, ich bin da reingewählt worden, also tue ich da natürlich auch alles, was mir liegt. Aber das ist eine Prioritätensetzung und meine Priorität liegt auf der Gemeinde Haina. Das sollte eigentlich so sein. Genau, und ich sehe mich auch nicht als Politiker, denn das, was in Wiesbaden oder in Berlin, und das sind ja jetzt andere an der Macht, von daher, es ist mir also ganz egal, welche Fraktion mal, da jetzt... Nochmal, Alexander, das ist so, Landrat und Bürgermeister sind die höchsten politischen Wahlbeamten, die wir in Deutschland haben. Das stelle ich ja gar nicht in Frage. So, das ist so. Das andere ist, der Bürger ist oft nicht willens oder in der Lage zu sagen, was hat der Bürgermeister denn da gemacht? Der Bürgermeister hat es nicht gemacht. Der Bürgermeister verkauft die Beschlüsse der Gemeindevertretung. Der Gemeindevertretung oder in den Städten eben der Stadtverordnetenversammlung. Genau. Ja, er ist der nach außen repräsentiert und wird deswegen Absolut. Also auch oft angesprochen. Natürlich. Dass der Bürgermeister natürlich nicht hergehen kann und sagt, meine liebe Gemeindevertretung, Karl Müller hat gesagt, er möchte da das und das haben, also beschließt das mal. Und dann wird die Gemeindevertretung sagen, ja. Nein, das ist schon klar. Das ist schon klar. Ja. Aber wir sind ja über eine ganz andere Schiene dahin gekommen. Ja, aber diese aber Schiene ist ja die mich antreibt, hier was zu bewegen. Ja. Nämlich zu sagen, ja, ich bin halt derjenige, der auch samstags mal angesprochen wird. Ich bin derjenige, der mal im Bierwagen steht, mal hilft und auch da für die Gemeinde angesprochen wird. Aber das mache ich nicht, weil ich sage, ich bin in der Politik und ich bin für eine Fraktion in der Politik, sondern das ist, weil das ist meine Heimatgemeinde hier. Ja. Und hier möchte ich mich engagieren. Ja. Und ich würde das auch, sage ich mal, in irgendeiner anderen Funktion tun. Ja. Mein Berufsweg damals hat mich halt plötzlich in diese Bürgermeisterposition gespült. Also einmal muss man ja die Bereitschaft haben und man muss sich das auch zutrauen. Und das war beides bei mir der Fall. Von daher habe ich die erste Wahl überstehen können, war Bürgermeister und führe das jetzt auch sehr, sehr gerne aus und will es ja auch noch weitermachen. Aber ich sage mal, das ist der eigentliche Weg gewesen. Nie über die Politik. Nein, nochmal, nur der Bürger sieht dich als Kommunalpolitiker, dass eben, ich sage mal, in allererster Linie der Chef einer Verwaltung bist.
Und dass die höchste selbstständige Macht, die ein Bürgermeister ausüben kann, das Ordnungsamt ist. Ja. Das wissen die meisten genau, nicht oder man bringt es damit nicht in Verbindung. Aber ich möchte noch auf den Bierwagen zurückkommen. Nicht, weil es mir da gefallen hat, hat es mir aber, sondern das Ehrenamt. Das Ehrenamt auf dem Land ohne Ehrenämtler geht in einer ländlichen Gemeinde so gut wie gar nichts. Ist das so? Das unterstreiche ich voll und ganz. Und das ist leider in den letzten Jahren rückläufig gewesen. Also wo man es noch zum Glück bei uns deutlich erkennen kann, das ist bei den Feuerwehren. Wir haben also noch sehr gute und vor allen Dingen gut funktionierende Feuerwehren. Da steckt viel Idealismus drin, was die Kameradinnen und Kameraden dort mitbringen. Wir haben auch in einigen Bereichen schon die Schwierigkeiten zu besetzen, aber irgendwie gelingt es uns immer wieder, neue Kameradinnen und Kameraden dazu zu bewegen, da mitzumachen. Und in vielen Ortsteilen, gerade in den kleineren, übernimmt die Feuerwehr ja darüber hinaus auch noch das eigentliche Vereinsleben, was ja auch schon sehr deutlich runtergefahren worden ist. Ja. Und von daher, also Ehrenamt, ohne Ehrenamt würden wir hier viele Dinge gar nicht machen. Sportvereine, ja, aber dann auch gerade im Bereich des sozialen Lebens, sprich Seniorenclubs, VDK, Kulturvereine. Genau. Läuft eigentlich ohne Ehrenämtler und Engagement, die sich also dann für ihren Verein, somit für ihre Gemeinde, so wie du dich als Bürgermeister einsetzt, engagieren, läuft eigentlich gar nichts. Nein, selbst aber die warmen Worte der Politik insgesamt helfen den Ehrenamtlern ja auch wenig. Ne? Nein, ich muss das, wie gesagt, mit diesem Idealismus verknüpfen und verbinden. Anders geht es nicht. Jetzt nehmen wir, das können wir durchziehen wie ein roter Faden, ob das jetzt der Bürgerbus ist. Auch ein Bürgerbus läuft nur, wenn ich Ehrenamtliche habe, die dieses Projekt Bürgerbus unterstützen, indem sie zum Beispiel sich mal anbieten und auch mal unentgeltlich fahren. Da sind wir wieder beim Bürokratismus. Wer den Bürgerbus fährt, braucht einen Personenbeförderungsschein. Wer den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr fährt, braucht keinen. Ja, der muss aber auch einen entsprechenden Führerschein machen und man hat das beim Bürgerbus braucht den Führerschein der entsprechenden Klasse. Runtergefahren. Also aber das ist jetzt nicht so ganz so richtig, aber egal, es geht ja, wir sind ja beim Ehrenamt, das heißt also, ich brauche jemanden, der sich dafür engagiert. Und selbst die ganze Kommunalpolitik, von der wir ja eben schon gesprochen haben, im Prinzip, ich bin derjenige, der dafür bezahlt wird. Ja. Richtig. Ja. Aber das ganze Gemeindeparlament besteht aus Ehrenamtlichen. Ehrenamt, deswegen ist ja der Bürgermeister und klagen, sondern es ist so. Sehr oft und sehr häufig in den Abendstunden aktiv. Ja. Weil dann die anderen Leute überhaupt die Zeit haben, ehrenamtlich, also neben dem eigentlichen Beruf und der Familie, noch für die Gemeinde einzutreten. Ja. Und das kann gar nicht hoch genug angesetzt werden, aber es machen halt, oder es gibt immer mehr, die dann auch sagen, ach, hier, Beruf ist mir wichtig, Familie ist mir wichtig und wenn ich das habe, dann gehe ich vielleicht nochmal ins Fitnessstudio, aber dann auch noch in der Kommunalpolitik oder in anderen Bereichen aktiv zu sein, schaffe ich nicht. Ich will das jetzt, wir haben doch fast eine Stunde rum und das finde ich also ein schönes Gespräch. Also bringt ja vieles hier. Doch so langsam zum Schluss kommen, aber doch nochmal dahingehend sagen, dass man sagt, der Bürgermeister. Ja, es freut natürlich den 80-Jährigen, wenn der Bürgermeister kommt und gratuliert. Auf den Dörfern, auf den Kleingemeinden ist halt so, wenn nun der herausragende Studentin oder Student mit Cum Laude promoviert hat, dann schlägt auch schon mal der Bürgermeister auf, weil das ist, fällt ja auf seine Gemeinde zurück. Das ist das, was ich meine, wo der Wahlpolitiker eigentlich der Mann zum Anfassen ist, weil er eben nicht nur im Kreistag sitzt oder hier in seiner Verwaltung im Elfenbeinturm oder in Wiesbaden antichambriert, weil er mal wieder Fördermittel für irgendwas akquirieren möchte, sondern eben auch beim Bürger zum Anfassen. Ich will dir ein Beispiel sagen. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich war in Bad Wildungen nach der Sanierung der Helenenthal-Grundschule, wurden die Gäste angekündigt. Und weißt du, auf wen die Grundschüler am meisten gespannt waren?
Auf ihren Bürgermeister aus Bad Wildungen. Okay. Also nicht auf den Landrat, nicht auf den ersten Kreis Beigeordneten. Der kriegte einen Applaus, als wäre der Bundespräsident gekommen. Ihr Bürgermeister ist da. Da waren die Kinder ganz drauf, gespannt drauf. Das zeigt eben den Stellenwert auch, dass man sagt hier, weil der Bürgermeister ist jeden Tag da. Ja, das nehme ich ja auch wahr. Und ich greife mal immer das Erste auf, so dieser typische 80. Geburtstag, 85. Geburtstag. Ich hätte mir das, als ich noch kein Bürgermeister war, auch nicht so ausgemalt, dass es da wirklich viele Leute gibt, die sich wirklich darauf freuen, dass der Bürgermeister auch mal kommt. Ja. Das nehme ich auch so wahr. Gut, es war zwischenzeitlich Corona. Und auch jetzt nach Corona ist der ein oder andere noch ein bisschen vorsichtig, der will einfach nicht mehr große Veranstaltungen machen. Wobei ich immer mal anfragen lasse, soll ich denn kommen oder wie auch immer. Bin ich bei jedem beliebt, ich will auch nicht jeder mich zu Hause haben. Vielleicht, weil er dann mal zu Hause erstmal sauber machen muss, müsste er eigentlich gar nicht. Also ich bin da sehr pragmatisch unterwegs und entspannt unterwegs. Aber ich merke das schon, dass viele dann schon sagen, Mensch, nee, würde mich freuen, kommen Sie doch mal vorbei nachmittags. Und ich sage dann immer, bitte nur eine Tasse Kaffee, mehr nicht, ja, kein Aufwand. Und wenn man dann kommt, bei vielen, dann steht dann der Tisch voll. Und ich denke mir immer, muss ja, gar nicht sein, aber daran merkt man, dass das wirklich gewünscht gewollt ist. Du hast eben von der Gastgebermentalität in unseren Dings absolut gesprochen. Manchmal funktioniert das hier. Ich finde das ja auch toll, nur ich bin nicht der große Esser. Und dann sage ich dann immer, ja komm, man isst natürlich was. Und es schmeckt auch immer, gerade die Torten, die hier gebacken werden oder die Kuchen, das ist ein Genuss, das freut mich immer richtig. Aber ich will damit ja nur sagen, daran erkennt man, dass das wirklich gewünscht, gewollt ist und dass die Leute sich darauf auch freuen. Deswegen versuche ich das auch in vielen Fällen, es ist mir nicht überall möglich, aber in vielen Fällen auch wahrzunehmen. Und zwar unabhängig davon, ob ich gerade gewählt bin oder ob ich zur Wahl stehe. Denn das ist für mich auch so ein bisschen authentisch rüberzukommen und auch ehrlich rüberzukommen und nicht einfach nur zu heucheln, ich komme heute mal. Nein, sondern das muss von innen kommen und ich höre mir unwahrscheinlich gerne, und das sage ich wirklich, und das wissen die Leute, glaube ich, mittlerweile auch, das hat sich umgesprochen, ich höre mir gerne mal Geschichten von früher an. Ja. Denn ich kenne viele ältere Leute in Gemünden, da bin ich groß geworden. Viel groß bin ich nicht geworden, aber zumindest aufgewachsen. Bis 1,68 bin ich hochgekommen. Aber da kenne ich die Leute. Hier kenne ich viele Leute gar nicht. So die Verwandtschaftsverhältnisse, was haben die früher mal in ihrem Berufsleben auch gemacht. Das ist sowas von interessant. Da muss ich mich manchmal zwingen, irgendwann auf die Uhr zu gucken und zu sagen, ich muss jetzt aber auch mal wieder arbeiten. Denn nur fürs Kaffee trinken wird man ja dann doch nicht bezahlt. Kenn das. Aber ich genieße das regelrecht, aber ich kann es leider, die Masse ist einfach zu groß. Ich kenne das auch in den Dörfern, wo ältere Leute dann noch vom Hand- und Spanndienst erzählen, als die Dörfer selbstständig waren und sagen, ach, da haben wir mal den Graben für die Wasserleitung da hochgepickelt. Wir haben hier einen 100-Jährigen. Ja. Bei diesem 100-Jährigen, der war vom Kopf her, der konnte so tolle Geschichten erzählen. Der hat erzählt, und das ist mir so hängen geblieben, dass er ist aus dem Krieg, aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen, hatte seinen Entlassungsschein, damit konnte er in Deutschland ja mit der Bahn reisen und hatte einen selbstgemachten Holzkoffer. Und selbst diesen selbstgemachten Holzkoffer, wo er noch, ich sag jetzt einfach mal, ein zweites Paar Schuhe drin hatte und ein zweites Hemd, der ist ihm im Zug geklaut worden. So, das heißt, er hatte nur seinen Entlassschein und ist hier nach Deutschland gekommen, zurückgekommen. Und dann habe ich immer gesagt, und er hat sich was aufgebaut. Und wir überlegen uns heute, wie viel Tupperware und wie viele sonstige Sachen brauche ich denn noch. Und ob das Auto 130 oder 190 PS hat. Genau, das ist für mich faszinierend. Das Alexander, mache ich sehr gerne. Wiedergewählt. Was hättest du in der vorhergehenden Periode, die läuft ja noch. Ja, ein bisschen noch. Ja, was hättest du gerne noch erreicht? Also man schließt ja, also mit diesen 6 Jahren ist ja ein Abschluss erreicht. Was hättest du gerne noch abgeschlossen in diesen 6 Jahren? Feuerwehrhaus hätte ich gern gebaut. Klare Antwort. Und was sind die Ziele für die nächsten 6 Jahre, für deine Gemeinde, für dich?
Jetzt könnte ich hergehen und könnte sagen, ein Feuerwehrhaus bauen. Nein, es sind natürlich die Dinge, die halt nicht so funktioniert haben. Man hat sich vorgenommen, hier den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, gerade in Haina, das Gebäude ist baufällig, das ist runtergekommen, das geht so eigentlich nicht mehr. Und da werden die meisten Einsätze gefahren. Von daher hatten wir ja auch mit einer Mehrheit im Parlament gesagt, wir bauen da neu. Wir haben es auf zweierlei Art und Weisen probiert, aber wir sind da einfach an unsere finanziellen Grenzen geraten. Das ist schade, das ist aber jetzt auch nicht irgendwem als Fehler anzukreiden, sondern das ist halt so gelaufen. Und wir versuchen jetzt, und das ist einer der Höhepunkte für die nächsten kommenden 6 Jahre, wir versuchen dort jetzt das vorhandene Feuerwehrhaus zu sanieren. Das ist der eine große Part. Und der zweite große Part, im Übrigen finanziell gesehen sogar noch der größere Part, das ist die Ortsdurchfahrt von Löhlbach. Auch da sagen wir nicht, weil der Bürgermeister oder das Gemeindeparlament gerne die Gemeinde ein bisschen schöner machen will, sondern auch da sind wir verpflichtet. Da ist, sage ich mal, unten drunter die Stromleitung nicht in unserem Beritt, sondern EWF, aber das Kanalsystem, Wassersystem, die Nebenanlagen, das ist alles runtergekommen. Da ist 60, 70 Jahre nichts vernünftig und Schwerlastverkehr drüber gemacht worden. Es ist der Schwerlastverkehr, der auf der Straße liegt. Das ist Hessen Mobil Sache, aber natürlich müssen wir das jetzt sagen. Ja, aber der fährt im Untergrund Erschütterungen und dann werden die Kanäle mal rote. Die sind auch schlicht und ergreifend, sind die auch in dem Alter, wo man sie erneuern muss. Ja. Und das macht gibt aber noch Chaos, ne? Wenn die Schlagader da gesperrt wird. Also Chaos sollten wir vermeiden, dafür sind wir ja auch da, dafür sind ja gute Planungen da, aber natürlich, wenn man so eine große Baumaßnahme dann durchführt, kommt es zu Beeinträchtigungen. Ja. Das ist absehbar und das wissen wir auch, aber wir versuchen die Beeinträchtigungen für alle so gering wie möglich zu halten, aber geben wird es die. Und ich bin da schon zuversichtlich und mein Ziel ist es. Das ist wie wenn ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, wie wenn ich zu Hause eine neue Küche habe. Das ist 4 Wochen, ist das Quälerei. Ja. Dann lebe ich nämlich auf einer Baustelle. Aber nach den 4 Wochen, wenn ich dann in die Küche reinkomme, dann kommen die Steaks in die Pfanne. Und sage, guck mal, das hat sich doch gelohnt. Und so muss das in Löhlbach. Und ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich, dass das in Löhlbach auch so sein wird, dass man im Nachhinein sagt, Mensch, es ist gut, dass wir das angegangen sind. Und ähnlich wird es auch mit der Sanierung Feuerwehrhaus. Und das sind so die zwei großen Projekte, die stehen jetzt an. Und danach, bin ich ganz ehrlich, muss man erstmal einen Strich wieder drunter ziehen, muss ich die Kasse erstmal wieder anschauen und muss sehen, was können wir denn? Ja, aber wenn ich deine Straße hier sehe. Ist nicht meine Straße, zum Glück ist Hessen Mobil. Okay. es läuft doch eine Menge Verkehr mit fremden Kennzeichen, die über Kirchhain-Gemünden dann Richtung Bad Wildung und so hier die Abkürzungen nutzen, inklusive Lkw. Ist eigentlich nicht so gedacht, ne? Ja, aber das ist, sag ich mal, da haben wir noch nicht das Maß erreicht, wo wir jetzt sagen müssen, jetzt müssen wir mal an die übergeordneten Verkehrsbehörden rantreten, müssen sagen, so funktioniert es hier nicht mehr. Also das habe ich jetzt noch nicht so wahrnehmen müssen. Ich wohne ja selber hier an der Straße, aber die Verkehrslast, die da drauf liegt, also das ist noch aus meiner Sicht noch tragbar. Blitzer. Gerne, ich würde, wenn du mir sagst, ich kriege 5 Blitzer, die darf ich aufstellen, mache ich sehr gerne. Diese flexiblen Blitzer, da haben wir ja eine Blitzergemeinschaft mit Bad Wildungen zusammen, ein Ordnungsamtsbezirk mit Bad Wildungen. Nur das muss sich ja lohnen. Da müssen ja auch immer 2 Leute drin sitzen. Und ich kann das aus den Erfahrungen sagen, wenn die hier in Haina stehen. Das ist eine Abschreckung und deswegen stehen die auch immer mal hier oder in Monhaus oder in Löhlbach oder sonst wo. Aber das ist nicht wirtschaftlich. Nee, das soll es auch nicht sein. Nee, sollte auch nicht sein. Es soll der Verkehrssicherheit steht ja im Vordergrund. Genau. Und nichtsdestotrotz war ein schönes Gespräch. Vieles angeschnitten. Vieles bleibt natürlich, in so kurzer Zeit kann man nicht in die Tiefe gehen, aber so, wenn man das mal so subsumiert ist, Haina ist ein schöner Ort, ist unsere kulturelle Hochburg im Altkreis Frankenberg und man kann die Leute eigentlich nur auffordern und sagen, guckt euch die Stammfortschen Gärten an, guckt euch das Kloster an. Die Streuobstwiese, da gab es glaube ich auch mal so ein bisschen Ärger mit.
Aber nicht mit uns, also nein, mit der Gemeinde. Nein, nicht mit der Gemeinde. Gibt auch eine schöne kleine Winterkirche. Da waren die Mönche auch schon clever, bevor sie das große Ding wurde das kleine geheizt. Also es lohnt sich schon und man kann natürlich hier auch schön wandern, ne? Und Fahrrad fahren. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Dafür danke ich dir und ich danke dir natürlich auch fürs Gespräch. War auch für mich sehr angenehm. Danke.